Genau. Mein Name ist Moritz Müller. Ich bin habe jetzt 15 Jahre in Mannheim gewohnt und bin jetzt vor kurzem umgezogen nach München. Und man kennt mich vielleicht von The Intersphere, es ist meine eigene Band. Und genau, da könnt ihr auch mal auf die Seite gucken, mal schauen, was wir so machen, Instagram und so weiter. Und ansonsten bin ich auch als Sideman unterwegs, zum Beispiel für Giananini, Namika, Glasshouse, Rock Meets Classic, ganz verschiedene Projekte. Und ja, und gelegentlich gebe ich auch Workshops. Genau, und jetzt bin ich hier. Also, Remo hat natürlich ein breites Spektrum, also von Pinstripe über Ambassador und Renaissance oder Fiberskin, also die klingen alle sehr unterschiedlich und sehr haben einen sehr starken Charakter auf jeden Fall und haben halt vor allem den Grundstein gelegt. Also es ist halt das Original, es ist so die, da kommen im Prinzip alle Fälle her, die sonst so entstanden sind. Und für mich ist halt, ich kann nicht näher an den Drum-Sound rankommen, an den Ton von einem Kessel, als mit einem Remo Ambassador. Also es ist wirklich so diese Ehrlichkeit, die man dadurch erzeugt, einfach ein ganz klarer Ton, den man auch wirklich so zueinander stimmen kann. Also so Toms, wo man wirklich hört, okay, das ist eine Quinte, das ist eine Quarte, das ist eine Terz oder so, dass man wirklich einen tonalen Unterschied hört. Und jetzt nicht einfach nur Attack und ein bisschen Wummern hinterher, sondern man kriegt da eine wirklich schöne tonale Information raus. Im Prinzip mache ich keinen großen Unterschied zwischen live und im Studio. Gerne habe ich live ein CS auf der Snare, ein Control Sound. Einfach, ich habe zwar dann den offenen Drum Sound von einem einlagigen Fell, aber durch diesen Dot, der da von hinten eingearbeitet ist, habe ich natürlich mehr Ausdauer. Und oder hat das Fell mehr Ausdauer? Ich habe immer Ausdauer, auf jeden Fall. Im Studio ist es halt so, dass man gerne mal, wenn man so eine tiefe Snare, so eine ganz schwere Balladensnare stimmen will, kann man super auf das Emperor umswitchen oder vielleicht sogar ein Pinstripe verwenden. Oder was ich auch ganz cool fand, war das P77, was man auch extrem low tunen kann. Und also wie gesagt, wie ich anfangs schon gesagt habe, dieses breite Spektrum, das ist auf jeden Fall eine sehr große Stärke von Remo. Und davon mache ich natürlich im Studio auch Gebrauch.